Für mich ist es sehr wichtig, die Impression aus dem Leben mit Bekanntschaften, mit inspirierenden Menschen mit ins Atelier zu nehmen und da meine Ideen dann auch in der Kunst zu verarbeiten. Er hat mich halt unheimlich und inspiriert mich auch total, dass ich das erste Mal meine Kunst in Madrid ausgestellt sehe und anhand der Reaktion von den Menschen halt merke, wenn sie auch reingehen in die Galerie und alles, dass sie ohne zu wissen, wer ich bin oder wo ich schon überall auf der Welt ausgestellt habe, bei diesem Bild stehen bleiben und auch länger stehen bleiben und merken, das Bild macht irgendwas mit mir. Das gibt mir Energie, das beflügelt mich, das reizt mich einfach. Irgendwas hindert mich, direkt weiterzulaufen. Ich will es mir weiter anschauen. Warum diese Kombination von Farben? Für mich ist es immer unfassbar wichtig, dass die Leute auch emotional abgeholt werden. Viele kaufen die Geschichte eines Kunstwerks. Ich bin der Meinung, dass auch das Kunstwerk an sich natürlich ansprechen soll und auch Lebensfreude verstrahlen soll. Das ist für mich sehr, sehr wichtig. Und das sehe ich, also, dass bei dir diesem Potenzial existierst, weil du absolut mit deiner Arbeit verliebt bist. Mhm. Ja. Das sieht man sofort. Ich bin das erste Mal in Madrid selbst auf der Arco Madrid, eine internationale Kunstmesse mit sehr etablierten Galerien, mit etablierten Künstlern. I met Leon's work in Mallorca at Gerhard Brown's Gallery and I didn't meet him at the time when I first saw his work and everything that I saw whenever I saw a painting or a drawing, it was good energy, the vibe of the colors, I was always blown away. And then one day we met and he told me a little bit about how he works and what he's passionate about. So I love his art even more. Everything he has done now from now is just gonna go like this. And I'm just a big fan and I'm really glad that we are now friends. Wie man ja auch weiß, lasse ich mich von vielen anderen Künstlern auch inspirieren und gehe nie mit Scheuklappen durchs Leben. Lass mich von der Natur, von Menschen, von Künstlern, von Ereignissen, von Erfahrungen inspirieren. Und das finde ich unfassbar spannend, was hier halt extremst auch nochmal zum Vorschein kommt, dass hier auf dieser Messe eine enorme Vielfalt herrscht. Und das finde ich einfach sehr, sehr toll. Von daher freue ich mich sehr, hier zu sein und die Inspiration auf mich wirken zu lassen von der Kunst und auch von der Stadt Madrid selbst. Ich war noch nie vorher in Madrid und das Einzige, was ich jetzt halt sagen kann, ist, dass ich diese Stadt wunderschön finde, sehr inspirierend finde und jederzeit auch wiederkommen würde. Ich glaube, hier gibt es noch sehr viele Dinge, die man in so einer kurzen Zeit gar nicht erleben kann. Da muss man sich ein bisschen Zeit für nehmen, um dann nochmal diese Stadt nochmal intensiver kennenzulernen. Aber dafür lohnt es sich auf jeden Fall zurückzukommen.